Soll ich euch was richtig Peinliches zeigen? Erzähl. Soll ich dir was richtig Peinliches? Ja, erzähl. Ich habe mir in die Hose gemacht. Mamone setzt jetzt ab dem Punkt meistens, also jetzt gerade setzt auf jeden Fall die Flugangst ein. Hey. Hallo, Großer, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen aus Mallorca! Und zwar das letzte Mal! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zu einem neuen letzten Malle-Vlog. Heute ist der letzte Tag angebrochen. Wir sind tatsächlich jetzt auch gerade schon am Auschecken, denn wir müssen bis 11 Uhr aus dem Hotelzimmer raus, switchen aber nur um zu dem Zimmer von Chris und Carina. Da dürfen wir nämlich bis 18 Uhr drin bleiben. Und ja, heute ist Abreisetag. Heute geht es zurück nach Hause. Wir freuen uns sehr auf Juli. Ja. Wir haben gerade schon ein Lied für ihn gestimmt. Wie geht es nochmal? Wir freuen uns so sehr auf Juli. Denn wir freuen uns so sehr auf Juli. Denn wir freuen uns so sehr auf Juli. La 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 la. Keine Ahnung, okay. Ja, war auf jeden Fall sehr, 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 sehr schöne Zeit hier. Hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Und jetzt wird alles schön zusammengepackt, dann rüber. Und dann haben wir heute den ganzen Last Day am Pool. Ich habe richtig Bock. Einmal nochmal schön die Plauze in die Sonne halten, ne? Babe. Damit hast natürlich du gemeint. Haha, Spaß. Natürlich nicht. Meine Plauze natürlich. So, und ja, jetzt packen wir schnell zusammen und dann geht's los. So, ich muss schnell reden, weil die Musik hier so laut ist. Wir sitzen jetzt am Pool und haben 12.11 Uhr und um 12.30 Uhr gibt's Food und da laufen wir ganz, ganz, ganz schnell, wenn wir Hunger haben. 12.30 Uhr macht das Buffet auf. 12.31 Uhr und es ist noch nicht offen. Aber wir sind da. Oh. Thank you very much. Das war doch da holen wir jetzt unser Mampfi-Mampfi. Wir zeigen euch mal so ein bisschen ein paar Eindrücke, wie das hier so läuft. Also hier ist jetzt quasi... Also Essen ist hier wirklich perfekt. Essen ist hier also wirklich richtig gut. Uns. Hier habt ihr dann quasi so eine Bar, da gibt es so Desserts und so. Und dann bestellt ihr euch... Das ist irgendwie mäßig wie bei L'Osteria, ne? Ja. Hier gibt es halt so Sandwiches und so. Die Station ist für Nudeln. Und die Station ganz hinten ist für Pizza. Hey, ist wirklich wie bei L'Osteria. Nee, bei... Wie heißt das andere nochmal? Ach, keine Ahnung. Oh, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, ich nehme heute, Sekunde, da, Lasagne Bolognese. Hello, my name is Mona. Can I have a lasagne, please? And I got some club sandwich and fries. Oh, do you have some food? I wait auf mein Food. Stehst du hier falsch? Das kommt hier rüber, jetzt. Hi, yes. Hello. Oh. Er hat gesagt, I'm coming to you in a second. Ich dachte, er kommt zu mir, aber er geht an mir vorbei. Komm, wir gehen die Treppen runter. Ja, komm, wir gehen die Treppen runter. Soll ich euch was richtig Peinliches zeigen? Erzähl. Soll ich dir was richtig Peinliches zeigen? Ja, erzähl. Ich hab mir in die Hose gemacht. Willst du mal zeigen? Hat sie nicht, aber. Ich hab mir nicht in die Hose gemacht. Aber ich hab mich irgendwo hingesetzt und jetzt hab ich so Streifen damit. Zeig mal. Sieht man gut? Warte, ich schuld. Da. Ah, so Streifen auf den Hintern. Ich hab mir nicht in die Hose gekackt. Jetzt lass erstmal essen, Mann. Ja, lass an, ja, los. Miumi. Also es geht doch noch näher ran, vielleicht einfach mit dem in die Kamera oder so. Das ist das voll fertig. Södele, die Damen und Herren, wir haben jetzt gerade gepackt und haben unser Zimmer verlassen. Wir haben ja jetzt umgeswitcht, das habe ich eben kurz, glaube ich, erwähnt. Falls nicht, dann nochmal ganz kurz. Wir haben eben kurz umgeswitcht und dann in das andere Zimmer gezogen und jetzt sind wir da, 18 Uhr, wir checken aus. Nein, Spaß. Also. Oh, ich hasse mein Leben. Jetzt ist mein Koffer umgegangen und der ist so voll, der könnte platzen, deswegen war das ziemlich dumm. Ich platzen genauso wie meine Geduld. Ach so. Und die ist gleich am Ende. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Wie heißt die denn? Deine Geduld, wenn die gleich am Ende ist. Geduldend. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt noch mal snacken im Hotel, weil das Essen hier war wirklich sehr, 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 sehr saftig. Und dann geht's ab zum Flughafen.
So, angekommen. Wir haben unser Auto weggebracht. Und ja, chillen jetzt am Flughafen. Und Mamone setzt jetzt ab dem Punkt meistens, also jetzt gerade setzt auf jeden Fall die Flugangst ein. Aber, oh, was hab ich denn hier? Oh Gott, ich sieht aus, als hätte ich gepopelt. Aber, ey, was ist das? Ey, meine Maske geht kaputt. Scheiße, Mallorca hinterlässt Spuren, Leute. Bei uns hat es jetzt in Köln so gewittert gestern und hat so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, aber braucht sie nicht, weil ich habe extra in das Wetterradar gecheckt. Die Wetter-App sagt kein Gewitter mehr, das heißt freier Flug. Wird auf jeden Fall gut gehen, ne, Berg? Ja, ich freue mich auf Juli. Ja, wir freuen uns sehr. Guck mal, Alter. Weißkäse bist du. Oh mein Gott. Mein kleiner Weißkäse. Ich dachte, ich wäre voll braun geworden. Aber im Gegensatz zu mir auf der Kamera sieht es gerade schrecklich weiß aus. Da geht's, aber. Ah, jetzt geht's auch. Das war vielleicht gerade nur das Licht. Ja, du bist schon braun geworden. Also guckt euch das mal an. Also irgendwie jetzt zusammen. Ja, safe. Hast du gut gemacht, Babe. Mallorca Sonne hat geregelt. So, wir sitzen jetzt am Terminal und wir haben dem kleinen Mann wie immer. Ne? Wie immer was mitgebracht und das wollen wir euch jetzt zeigen. Eine Sache können wir euch schon zeigen, die andere Sache noch nicht. Und zwar einmal einen süßen Teddybär. Zwar ein Mallorca-Teddybär. Wir bringen ja Juli immer was mit und wir dachten uns, hey, so andenken. Guck mal, ich kann mich auch so drehen, damit du mit drauf bist. Von jeder Reise bringen wir eben immer irgendwas mit. Aus London haben wir jetzt immer einen Ball mitgenommen. Ne? Den hat er leider schon zerschrottet. Aber innerhalb von Sekunden gefühlt. Und diesmal, oh, so, warte, langsam. Bitte, liebe. Langsam, lass ihn nicht reißen. Er hängt fest. Und diesmal ist es in Mallorca Teddybär geworden. Hier sind leider die Augen ein bisschen doof. Das haben wir beim Kauf nicht gesehen. Die versuchen wir rauszuoperieren. Ja. Und als zweites, wir waren ja 4 Tage weg. Da muss man natürlich 2 Sachen mitbringen. Ein Schnuffeltuch noch für ihn. Aber er hatte ja mal eins, hat er verloren. Das hat er von uns bekommen, zum, als wir ihn geholt haben. Ja, ja. Hat er das Schnuffeltuch bekommen. Ja, jetzt haben wir ein neues. Haben wir gesehen, das musst du noch schnell mitnehmen. 2 Sachen vor allem. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf den kleinen Racker. Wir sind gut gelandet. War ein guter Flug, ne? Also nein, es war wirklich ein guter Flug. Also es war wirklich eine Sekunde. Eine Sekunde, die ganz kurz gewackelt hat, aber sonst war es wirklich ein guter Flug. Ja, jetzt sind wir da und jetzt gleich sehen wir endlich Juli wieder. Aber wir müssen erst mal gucken, wie es jetzt hier ist mit Kontrollen, vielleicht einen Test machen, keine Ahnung, was wissen wir alles noch nicht. Aber ihr werdet alles sehen auf jeden Fall. So, was geht ab? Wir stehen jetzt am Taxistand und ich wollte euch kurz mal ein paar Informations geben. Und zwar sind wir jetzt gerade ja gelandet und dachten eigentlich, wir werden getestet. Sind wir aber nicht. Oder irgendwie irgendwas, aber warte sich gar nichts und wir sind dann jetzt ein bisschen rumgelaufen und haben gefragt, ob man sich testen lassen kann oder so. Wir haben irgendwie was gesucht, aber... haben irgendwie nichts gefunden und dann haben wir einen Flughafenmitarbeiter gefragt und er meinte halt da, wir haben ja gesagt, wir kommen aus Mallorca und dann sagt er, ja, ist halt kein Risiko aktuell, dementsprechend müsst ihr euch nicht testen lassen und so. Und, das fanden wir jetzt irgendwie keine Ahnung, irgendwie fahren wir ein bisschen komisch und auch keine richtigen Informationen bekommen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall uns so gedacht, dass wir... Ist ja auch gut, aber man hätte trotzdem irgendwie mal sicherheitshalber machen können. Wir werden auf jeden Fall vorsichtig, also trotzdem jetzt 2 Wochen ein bisschen vorsichtiger sein. Und also wenn irgendwas sein sollte, dann lassen wir uns halt einfach testen. Aber so anscheinend muss es hier nicht gemacht werden. Wir dachten auch, dass jeder, der aus dem Ausland kommt, muss. Aber anscheinend nur Risikoländer. Und da wir keins sind, macht hier halt keine Anstalten. Naja, aber erstmal alles gut. Jetzt freuen wir uns wirklich auf Juli. Und dann bin ich auch gespannt. Wir holen ihn jetzt, beziehungsweise meine Eltern kommen jetzt gleich und dann. Geht's los. Oh, das waren 2 zu wenig. So, ihr Lieben, wie würde Sonny so gut sagen? Sagt immer, Schnittloops ist am Start. Jetzt sind Kobi und Mona am Start. Ja, wir wollten noch mal ganz kurz zu dem Thema was sagen. Und zwar habt ihr es ja jetzt gerade in der Sequenz gesehen, dass wir so ein bisschen schockiert waren oder verwundert waren, dass es am Düsseldorfer Flughafen keine Tests gab. Und wir sind dann auch nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr es auf Instagram bei uns schon gesehen, aber wir hatten irgendwie kein unwohles Gefühl, aber irgendwie, wir fanden es sicherer, dann doch noch mal einfach auf Nummer sicher, auf Nummer sicher gehen, zu gehen. Dann sind wir noch mal zum Kölner Flughafen gefahren, weil wir da ja beim Hinflug auch schon gesehen hatten, dass da kostenlose Tests angeboten werden. Und dann sind wir, wie gesagt, zum Flughafen bei uns in Köln gefahren. Das war so ein bisschen tricky, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir wiedergekommen sind, war Mallorca noch kein Risikogebiet. Jetzt ist es mittlerweile R1, aber da noch Trick nicht. 17 gemacht, wir haben Trick 17 gemacht, dass wir doch einen Test machen durften. Darf man nämlich nicht, wenn man aus keinem Risikogebiet kommt, aber na gut, hin und her. Haben wir auf jeden Fall einen gemacht und wir können es euch ja mal gerade zeigen. Das
nur gucken, dass man nichts sieht. Ne? Ja, ich schau mal gerade so nach, ob hier irgendwie was Daten. Nee, ne? Nee. Nein. So. Wir sind beide negativ. Wir haben auch nichts anderes erwartet, aber wie gesagt, safety first, ne? Auch für gerade für unsere Freunde und Familie. Ja, einfach sicher. Sicher, das zu dem Thema. Und jetzt next step. Und ihr seht, wie wir Juli sehen. Hallo! 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 Hallo, großer, hallo! Alles gut mit dir? Wir sind wieder da! So, wir haben ihm was mitgebracht, Juli, wir haben dir das mitgebracht. Guck, guck, guck. Oh! Na, Jacke! Na, Jacke! Gut! Nimm mir das Ding! Ich bin der Daddy Bear. So, rein jetzt mit euch, rein jetzt mit euch. Ich hol dich zu sehen. So, das war's mit dem Vlog. Voll, jetzt haben die nur die paar Szenen mit Juli gesehen, jetzt sind wir hier. Yeah. Ja. Wir hoffen, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt einen lieben Kommentar. Und Hashtag Test in die Kommentare, dann wissen nämlich, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Hashtag Test. Und wisst, dass wir uns testen lassen haben, ne? Ah, ja. Stimmt. Wir haben euch ganz so lieb. Bis dahin. Tschüss. Ciao.